So, mein Mann, wir haben heute einen Double-Upload. Es geht um das Thema PewDiePie. Der YouTuber PewDiePie, der momentan mächtig in der Kritik steht, weil er angeblich antisemitische Witze auf seinem Kanal gemacht hatte, hat nun ein Antwortvideo auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. In diesem Video kritisiert er die sogenannten Mainstream-Medien, dass sie seine getroffenen Aussagen komplett aus dem Zusammenhang reißen würden, um ihn dann ganz bewusst in irgendeine rechte Ecke zu drängen. Er geht darauf ein, dass er seit jeher von den Medien ständig kritisiert und angegriffen wird und sich auch immer wieder verteidigen musste. Und inzwischen haben die deutschen Medien auch angefangen, über PewDiePie zu berichten. So schreibt beispielsweise Deutschland Kulturradio Kultur die Überschrift "Der YouTuber PewDiePie und sein antisemitisches Video". Der Bayerische Rundfunk ist noch ein bisschen diplomatischer und schreibt: "Ist PewDiePie ein Antisemit?" Die Zeit Online macht auf mit "YouTuber Teenie Schwarm Antisemit". Chip Online schreibt: "Er zeigt den Mittelfinger, so reagiert PewDiePie auf den YouTube-Rauswurf". Focus Online schreibt: "Antisemitische Witze, Disney beendet Zusammenarbeit mit YouTube-Star". Die Hamburger Morgenpost schreibt: "Antisemitische Witze, Nazi-Symbole, Disney schmeißt YouTube-Star PewDiePie raus". Alleine schon, wenn man diese Überschriften liest, kann man eigentlich als Außenstehender nur denken, dass man es mit PewDiePie, mit einem Nazi zu tun hat, mit einem Antisemiten. Wenn man sich aber Mühe gibt, die Videos nicht aus dem Kontext und dem Zusammenhang zu reißen, dann kann man aber auch denken, dass hier versucht wird, eine Person in die Ecke zu treiben. PewDiePie hat in seinem Antwortvideo gesagt, dass die Witze an sich nicht in Ordnung waren und dass er da um Entschuldigung bittet. Und er sagte noch Folgendes dazu: "I'm sorry for the words that I used, as I know they offended people, and I admit that the joke itself went too far. I do strongly believe that you can joke about anything, but I also believe that there's a right way and not the best way to joke about things, and I love to push boundaries. But I would consider myself a rookie comedian, and I definitely made mistakes like this before, but it's always been a growing and learning experience for me, and it's something that I actually learned to really appreciate, and I think this whole situation has definitely been that for me, and it's something that I'm going to keep in mind moving forward." PewDiePie empfindet das Ganze als einen Angriff von den Medien, die ihn dadurch nur diskreditieren wollen. Ein großer Teil der YouTube-Community sieht das jedoch ganz anders. So gab es eine Reihe von großen internationalen YouTubern, welche sich für PewDiePie stark gemacht hatten. Hier waren auch jüdische YouTuber dabei, die sich hinter PewDiePie gestellt haben. Was es natürlich auch gibt, sind politische Aussagen, die so drastisch sind, dass man dann am Schluss sagt, das wäre ein Witz, damit man mit keiner Strafverfolgung rechnen muss. Also das wäre dann eine Art Etikettenschwindel. Jedoch haben wir es hier ganz offenkundig mit wirklichen Witzen zu tun, die nur komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurden. PewDiePie steht jedenfalls gerade im Dauerfeuer und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!